Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Rheinhessen, ich bin der Shorty von der Test Area und wir pressen heute Balle. Ballenpresse hatten wir ja schon stehen. Die gab es ja dabei und ich habe die mal behalten, weil ich sowas geahnt habe. Ich will jetzt nicht immer groß einen auf Ballen machen, aber ich werde jetzt mal eine Runde Gasballen vor allem, ne? Propangasballen. Kennt ja jeder die Propangasballen. Also ich werde jetzt eine Runde Grasballen pressen, weil die dann unten gelagert werden an dem Plateau, das ich für die Tiere gemacht habe, als Futter für die Schafe. Und wenn die Grasballen dann da auch liegen, die Schafe sind Gott sei Dank so pflegeleicht, ne? Dann werden wir auch Schafe kaufen. Zwei Schafstände hatte ich die Erfahrung gemacht, ist ganz gut. Dann kommt auch genug Wolle bei rum, um Stoffe herzustellen, um Kleidung herzustellen, damit das nicht leer läuft, gell? So, wir gucken, was die anderen treiben. Hier wird noch fleißig weiter geerntet. Das läuft sehr gut. Wir haben einen sehr guten Roggenertrag. Ach, du bist hier fertig. Schau einer, guck. Dann kann ich den schon mal entkursen und nach Hause schicken. So ist fein. Und du wartest auf deinen Abfahrer, der ist unterwegs. So, den Wender kann ich abstellen. Dafür kann ich den neuen Traktor jetzt einweihen. Der kann nämlich hier den zweiten Ladewagen nehmen und das Gras holen. Obwohl das Gras ist eigentlich zweitrangig. Ich denke, es ist besser, wenn ich ihn nehme und auf der 42 schon mal Stroh sammeln lasse, ne? Feld 42, damit wir nämlich das Feld, wenn der Drescher soweit fertig ist, verteilen sie auch wieder ansehen können. Erster Wegpunkt 42, Kurs laden, Drescher, sehr schön. Sollte das ja funktionieren. Kraft genug hasse und schnell genug wirst du sein. Windfründ. Jetzt zickst du hier wieder rum, weil du keine Spur gefunden hast. Deshalb habe ich das ja mit den blauen Linien gemacht. Das Einparken auf der Marsch. Ne? So, du bist gleich weg bei Häcksler. Ja, hier mit dem Stroh. Ob der Drescher schneller ist als der Strohsammler? Ich sag einfach mal ja. So auf Verdacht. Weil ja der Strohsammler dann doch öfter das Feld verlassen muss. Das wird schon. So, der quält sich ein bisschen, aber er presst hier. Wir müssen dann natürlich noch einen Ballentransportanhänger besorgen. Das ist aber nicht das Problem. Ach, ich muss noch was machen. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. So, kann man den Rest schon noch rausschmeißen bei der Standardpresse? Ich weiß nicht. Ich probiere mal mit Z. Ja, bei den Standardpressen funktioniert das noch. Naja. Und dann will ich das zuklappen. Sehr schön. Ich muss noch mal kurz zu unserer Werkstatt damit. So, zwei Dinge. Zum einen müssen wir konfigurieren. Auf 27 km/h hoch. So. Dann brauchen wir ja vielleicht nicht als Frontgewicht, ne? Aber hier gegen die Ballen, damit hier als Gewicht nicht, ne, sondern nur so, damit wir die Ballen beiseite schieben. Das holen wir auch noch ab. Denn klappt es auch mit dem Nachbarn. Ich habe da jetzt extra keine Farbe gewählt,
Bei einem Frontgewicht ist es ja nicht, ne? Bei dem Rammschutz oder wie auch immer, damit halt derjenige, der die Ballenpresse zerrt, universell da genau Fasblatt da halt das Ganze benutzen kann auch. Manchmal bin ich so ein Profi, ne? Naja. Man kennt es. Und nein, ich schneide meine Pannen nicht raus, um zu glänzen und dazustehen, als wäre ich ein LS22-Profi. Das bleibt alles drin, wie es ist, damit ihr sehen könnt, dass auch ich Fehler mache. Und das finde ich gar nicht schlimm. Passiert euch ja auch. So. Dann schauen wir mal, wenn er jetzt auf einen Ballen trifft. Das Gewicht ist natürlich anders. Ja, das passt so, ne? Dann schiebt er den Ballen vor sich her und zur Seite und überhaupt. Aber fährt nicht drüber, außer man macht es so wie ich, ne? Hier mit der breiten Ballenpresse. So. Na, ist der Wegpunkt. Wir setzen ihn hier wieder auf Kurs. 27 km/h hatten wir den ja jetzt. Genau. Und damit macht er das jetzt auch, ne? Ach, jetzt ist da ein bisschen Gras liegen geblieben. Ja, komm, gibt's Schlimmeres. Gibt's Schlimmeres. Ja, wenn wir nämlich dann. Wir fangen ja hier am Vorgewende an zu pressen, wenn wir nämlich von den Bahnen sind hier. Und wir verlassen die Bahn zum Wenden oder was, wird auf dem Vorgewende so sein, dass uns da die Ballen im Weg liegen. Deshalb, ne, damit er die Ballen beiseite schiebt und nicht drüber fährt, habe ich das vorne dran gemacht. Gut. Du stehst hier wieder und wartest auf deinen Abfahrer. Der. Warum? Ist mir egal, warum. Ich habe mir geschworen, ich hoffe bald ist das auch anders. Objekte entfernen aus. Aus. So. Ich habe mir gesagt, nö. Du fuchtelst nicht wie blöd rum. Wenn da was im Weg ist, wird das entfernt. So, alles was stört, weg damit. Third Person Marker, bla bla bla, Objekte entfernen, wieder deaktivieren, fertig. Wow, bin beeindruckt von der mit der Mauer da. Naja, hat ja geklappt. So, der ist zurück auf dem Weg. Roggen abfahren. Hier wird gepresst. Sehr schön. Du wartest auf den Abfahrer. Du bist auf dem Nachhauseweg. Wo ist der? Hier. Hier ist der mit dem Stroh. Wie weit bist du gekommen? Oh. Könnte natürlich doch sein, dass er dem Drescher zu nahe kommt. Was? Möglich ist das. Wir werden sehen. Zur Not halten wir ihn auf dem Acker halt nochmal an. Aber warten wir ab. Noch hat er den Drescher nicht eingeholt. So. Häckselgut. Ja, lassen wir es arbeiten. Ballen sind fertig gepresst. So. Jetzt ist die Ballenpresse ausgesucht. Jetzt kriegt die natürlich auch noch einen Parkplatz zugewiesen. Wir sind schon in der Halle B. B, Parkplatz 4. Parken. Ballenpresse. So, umbenennen. Abspeichern und dann ins Parken einsortieren.
So. Der schmeißt jetzt, bevor ich losfahre, die restlichen Ballen hinten raus. Das finde ich sehr gut. Danach brauchen wir den Traktor aber nochmal. Ich wollte nur mal gucken, um 9.12 Uhr ingehen. Das heißt, es muss ja vor 20 Minuten circa auch wieder verteilt worden sein. Ja, tatsächlich. BGR hat Silage bekommen. Ist randvoll mit Silage, ne? Einmal so, wupp. So muss das sein. Wasser wird weiter gefüllt. Stroh kommt auch immer mehr jetzt nach, ne? Honig ist auf dem Weg. Roggenmehl wird verarbeitet. Das wird jetzt verteilt. Das läuft irgendwann wieder auf, dass es sich füllt. Mehl kommt dann bald. Und Zucker, Erdbeeren sind da. Ja, da müssen wir auch. Aber wir brauchen ja erstmal die Milch, ne? Zuckerrohr, denken wir, da kommen wir auch noch dran dann. Erstmal brauchen wir die Milch, das heißt, wir gehen erstmal auf Mineralfutter. Die Schafe jetzt, weil das das Einfachste ist. Hier wird auf Mehl gewartet. Das Mehl kommt automatisch. Hier wird die Silage hergestellt. Mischration. Steht weil voll. Das ist soweit auch okay. Gras. Guck an. Man könnte bei dem Verteilsilo Gras noch mit einfügen. Ich sag ja, ich muss unbedingt mit dem Money reden. Ne? So, Stroh, Kompost wird hier permanent hergestellt für unser Portemonnaie. Hast du eingepackt? Hast du gut. Wir lassen dann auch das nicht das Frontgewicht, sondern ist ja kein Frontgewicht, ne? Das ist ja na, schon mehr so eine Art Stoßstange. Komm, bevor ich mir hier weiter eigene Sachen aussuche, wie sich das nennt. Hier haben wir es, ne? Den Safety Bumper. Also Sicherheitsstoßfänger. Wie auch immer. Auswählen, absetzen. So. Und dann fahren wir jetzt zum Händler, denn die Ballen müssen wir auch einsammeln. Stopp. Obwohl, so oft sammeln wir ja keine Ballen. Nehmen wir dann doch lieber einen Anhänger oder einen LKW. Ach komm, wir nehmen lieber einen Anhänger. Ich hatte lange überlegt, ich hätte auch den Kögel nehmen können, aber A, haben wir für den Kögelauflieger nicht so viele Ballen liegen. Das würde sich nicht lohnen. Und B, ich habe dem vom Stroh gesagt, er soll das verstehe ich jetzt noch nicht. Da, hinter dem Zielpunkt. Hinter dem Zielpunkt. Auf dem Zielpunkt. Nächste Markierung. Hinter dem Zielpunkt. Hinter dem Zielpunkt habe ich ihn eingestellt. Soll er das Feld verlassen? Macht er nicht. Wisst ihr, das ist schon egal. Egal. Wunderbar, wie das alles sonst funktioniert. Ja, wie gesagt, Kögel lohnt sich nicht. Dann habe ich mir überlegt, ja, nimm das Transportpack, hast du einen LKW. Aber beim Transportpack ist auch wieder, dann hast du einen LKW, wo du durchklappst, der überwiegend nur rumsteht. Allerdings, der LKW ja dann Auto lohnt. Und der kann ja dann noch mehr, ne? 210.000. Wie viele Ballen passen da drauf? Es hat ja dann schon einen Vorteil, dass er dann Autolord hat, ne? Das heißt, ich kann ihn nicht nur für Ballen benutzen. Würde ich mir jetzt von Pongen einen Anhänger holen, der wäre ja wieder dann nur für Ballen, ne?
Nachkommen. Höchste Motorisierung 640 PS. Autolord ist da. Felgenfarbe weiß. Lassen wir auch so. Wir nehmen den. So. Fahr du mal. Ja, jetzt könnte ich noch einen dritten Ladewagen gebrauchen, ne? Fahr mal Warteplatz 1. Für dich fällt mir noch was ein. Ja, das soll Strohpferd. So, F1. Wo haben wir denn jetzt das Ladegut stehen? Da, Europaletten, Y. Europaletten, Flüssigkeitstanks, Bigbags, Ladegut. Palettenübergröße, Baumwolle, Rundballen haben wir nicht. Quaderballen, und zwar die 240er Quaderballen. So, das ist das Ladegut. Dann fahr du jetzt mal zu Feld 37. Dann kriegst du von mir den Kurs geladen von The Man. Da ist ja auch die Presse lang gefahren, ne? Und dann kriegst du noch einen Versatz von plus 3 Metern. Mal sehen, ob das wenigstens zum Teil jetzt funktioniert. Vollautomatisch funktioniert das nicht. Das habe ich schon probiert. Aber vielleicht so. Gucken wir mal. Ja, wie gesagt, das ist jetzt auch schon das abgedatete Transportpack. Ich habe probiert, ob man damit Ballen vollautomatisch sammeln, vollautomatisch wegkriegen, abladen kann und dass er dann wieder zurück zum Feld fährt und so, aber dem war nicht so. So, das geht zumal hier. Ich kann ihm jetzt nicht sagen, dass er irgendwo hinfahren soll zum Abladen, weil ich keine Abladestelle habe, aber wie man sieht, ich kann ihn schon mal losschicken, dass er Ballen einsammelt. Und das macht er gut, das macht er zügig. Ja, aber der ist dann wahrscheinlich schnell voll. Ich weiß nicht, ob wir da mit einem Ponga-Auflieger weitergekommen wären. Also mit einem Ponga-Anhänger. Und was ich festgestellt habe, ist halt, wenn er voll ist, fährt er weiter. Er übergibt nicht an Autodrive. Ne? Nee, alle auf einmal kriegt er nicht geschnappt. Also ohne Kurs geht auch nicht, ne? Der sammelt ein paar Ballen ein, habe ich festgestellt. Wenn man den ohne Kurs fährt und dann ist er bei mir nur noch rückwärts gefahren. Naja. Ja, jetzt ist er wahrscheinlich voll. Ich glaube nicht, dass da noch eine Ladung drauf geht. Aber warten wir es ab. Ich lasse mich ja gerne eines Besseren belehren. Na, er ist voll. Aber er fährt einfach weiter, ne? Hätten wir jetzt einen Anhänger noch dran? Ja, aber was für ein Anhänger? Anhänger. Ich weiß nicht, ob Drehschemel oder starre Achse besser ist. Ich muss ja nicht rückwärts fahren. 17.000 Uhr. Den holen wir mal.
Kaufen. Und dann probieren wir noch mal was aus. So. Zack. Eins. Ladegut. Und Y. Auch auf 240er Quaderballen. So. Und dann nochmal das ganze Spiel. Mal schauen. Er kommt jetzt an und legt wieder los. Natürlich fährt er jetzt erstmal wieder da lang, wo er schon war, ne? Mit den 3 Meter Versatz. Nee, doch nicht. Er macht da weiter, wo ich ihn aufhören lassen habe. So nicht. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Du versaust mir mein Experiment. So, 3 Meter Versatz. Die sind rausgegangen, weil wegen von wegen. Und so. Ich setze ihn jetzt mal hier aufs Vorgewende, da war er schon. Und sag, na, ist der Wegpunkt und ab dafür. 3 Meter Versatz, genau. So. Dann müsste er ja jetzt automatisch dann weiter die Strecke abfahren mit einem sehr hohen Tempo, ne? Und natürlich war er da jetzt schon überall, hat die Ballen schon selber eingesammelt. Aber die restlichen Ballen, die da liegen, müssten ja dann gleich auf dem Anhänger springen. Und wenn wir Glück haben, passen die auf den Anhänger alle drauf. Und dann können wir das in Zukunft mit einer Fuhre klären. So, anscheinend funktioniert das schon. Macht das halt zu. Und muss die Kamera auf der Seite drehen. So. Ja, wie gesagt, anscheinend funktioniert das schon ziemlich gut. Es ist ein langes Gespann, ja, aber dadurch, dass Drehschemel ist, kommt er auch sehr gut hier zurecht. Auf den engen Straßen auch, ne? Ja, und ich glaube, wir bekommen alle eingesammelt. So, dass wir echt mit einer Fuhre hinkommen. Ne? Schauen wir mal am Ende. Ja, es hat gereicht. Ich hätte noch 2 Ballen mehr drauf bekommen, als auf dem Feld gelegen haben. Das ist aber in Ordnung. Wie gesagt, an Autodrive übergibt er nicht. Wenn man einen Kurs drin hat, auch nicht, wenn man keinen Kurs drin hat. Das ist aber für meine Ansprüche jetzt dieses Gespann in Ordnung. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord, wenn ihr Lust habt, über die Sachen zu sprechen, was Autodrive, was Autolord angeht, vollautomatisieren etc. Kommt auf den Discord-Server. Wir sprechen da immer wieder über alle möglichen Dinge. Und ja, jetzt wird's Zeit. Der muss runter zu Feld 34. Da schicke ich den jetzt hin. Und wir müssen mal jetzt darauf achten, wie er sich verhält, denn wir dürfen eins nicht verkennen. Der wiegt jetzt hier 49,2 Tonnen, also fast 50 Tonnen. Die muss der erstmal bewegen und bremsen. Ne? Und ich finde, das macht er sehr gut dafür, für dieses Gewicht. Ne? Ja, also reicht dieses Gespann, um in einer Fuhre alle Ballen zu sammeln von diesem Feld. Das finde ich ist schon mal sehr gut zu wissen. Ja, ich schicke den jetzt runter zum Plateau für die Schafe und dann werden wir beim nächsten Mal die Schafstelle bauen und einrichten und die Tiere das erste Mal mit Gras versorgen, denn erst wenn die Schafstelle stehen, kann ich mich auch entscheiden, wo möchte ich die Ballen abgeladen haben. Und es dann später im Zweifel auch vollautomatisch abladen lassen.
So, läuft, ihr Lieben. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, mitmachen und dabei sein. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Wie gesagt, kommt gerne auf unseren Community Discord Server. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir können da über Outlord und alles Mögliche zusammen sprechen, wenn ihr noch Fragen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal, motiviert mich dann auch weiterzumachen und Inhalte für euch zu erstellen. Ich war, bin und bleibe der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.